Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Save to Die. Wir sind an unserer Baustelle. Müssten jetzt eigentlich diese Gitter unbedingt mal holen. Aber das hier können wir erstmal noch upgraden. Der müssen wir nichts mehr verändern. Das passt so noch. Denn wenn wir die Gitter haben, dann können wir das nächste Stockwerk hier oben drauflegen. Schön jetzt den ganzen Tag bauen und in der nächsten Nacht werden wir dann erstmal wieder Öl besorgen. Naja, schon gesehen, dass wir die Schnetzler in Auftrag gebracht haben, gegeben haben. Dass da ganz schön viel Öl draufgegangen ist. Ja, ich habe ein bisschen übertrieben viel Sprit fürs Motorrad hergestellt. Sagen, dass wir hier die Außenmauer, die machen wir noch fertig mit Upgraden. Dann gucken wir erstmal, wie weit unsere Gitter sind in der Schmiede. Dann nehmen wir die erstmal mit. So, das hätten wir erstmal. Nee, das Boden können wir auch schon mal machen. Schon wieder fast 30.000 XP voll. Du kannst ruhig hier bleiben. Monster Lag. Und gleich nichts hinterher. Da ist doch bestimmt irgendwas gespawnt. Hier kann ich überall nichts sehen. So, was ist denn hier Phase? Die Gitter müssten hier sein. 34. Ich glaube, das bringt uns schon mal auf jeden Fall was. Der eine Holzstack ist jetzt auch durch. Achso, wie lange brennst du noch? 40. Na, das sollte erstmal reichen. Er hat schon wieder 13.000 drin. Der kann hier gleich wieder den nächsten Zement machen. Und du machst auch schon mal wieder den nächsten Zement. Er hat hier noch über 2.000 zu produzieren. Wenn wir schon mal hier sind, dann essen wir auch hier gleich was. Zack. Ich hab mal Bock auf den Juckersaft. Der war gerade nichts in Produktion. Ja. Immerhin nochmal zwei mehr, ne? Aber 36 geht da. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Ja, ab zur Baustelle. Ja, mal gespannt, wie weit ich das jetzt hier am Osterwochenende für euch bringen kann. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, viel Seven Days zu zocken, damit wir hier noch den Tower, wenn es geht, fertig bekommen. Ne, warte mal. So, ich brauche hier mal Blöcke. So, dich nehmen wir wieder weg. So, Gitter brauchen wir hier. Oh Gott, die 36. Naja, nicht ganz, aber wir werden jetzt schon hier an der einen Verteidigungsstelle ziemlich viele verbrauchen.
Da kommen Blöcke hin. Tja, wie mache ich das eigentlich? Ich glaube, auch so stütztechnisch wäre es doch besser, hier auch Blöcke hinzusetzen, ne? Ah, das ist natürlich ärgerlich. Erstens haben sie 2500. Und zweitens habe ich dadurch zwei weniger. Ich könnte. Also Bormix, du machst jetzt immer erst einen Plan und dann fängst du an zu bauen. Ja, die haben so schon ordentlich. Die werden ja dann auch noch abgegradet. Daneben ist auch frei. So, wieder. Na, sauber, das hätten wir. Und haben sogar noch 18 übrig. Nicht schlecht. Ja, so, jetzt hier wieder Beton oben drüber. So, dasselbe machen wir hier auch nochmal. Das wäre natürlich toll, wenn wir hier noch ein Level machen würden, bevor wir wieder Ressourcen holen gehen. Komm, wir machen jetzt erstmal die Mauer fertig. So, hier wird ja wieder Verteidigung gebaut, also heißt das, die Mauer kann ruhig noch stehen. Darüber kommen erst die Kinder. Jetzt fängt es natürlich mal wieder an zu pissen. Gibt ja meistens Scheißwetter hier in 7 Days. Warte mal, bevor ich hier im Upgrade waren bin. Hier. Der Schnetzler sitzt da, also hier. Wir brauchen auf jeden Fall eine Tür.
Weil ich werde natürlich auf gar keinen Fall diese Verteidigungsplateaus da unten mit irgendwie so einer Treppe außenrum nach oben verbinden. Denn dann könnten die Zombies ja denken, ey, was machen wir? Anstatt hier durch die Schnitzel zu gehen, ja, schlagen wir uns doch hier lieber durch und nehmen dann die Treppe nach oben. Ich werde das mit einer Leiter nach oben, wo die nicht rankommen, verbinden. Aber damit sie hier auf jeden Fall einen Weg zu uns haben, brauchen wir dann eine Tür. Aber man sollte sich sowieso nicht, in dem Moment, wo sie hier ankommen, sollte man sich auf diesem Plateau sowieso nicht mehr aufhalten. Das ist eher dazu da, um hier nach außen zu verteidigen. Und halt, ne, wenn mal einer drin ist, dann kann man den durch die Gitter bekämpfen. Sondern im Prinzip in dem Moment, wo sie unten in den Tower reinlaufen, dann schon über die Leiter, zack, ab nach oben. Ich hoffe, ich kann es euch noch zeigen. Das ist allerdings immer noch eine Heidenarbeit. So, jetzt brauche ich erstmal dieses Außenplateau. In die Ebene. So, die Säule ist da. Und ich habe es auch da auch bis zur Säule, ne? Ja. Das machen wir hier genauso. Also bis hier. Das ist ganz gut, da ist im Moment unser Überweg. Der kann schon mal weg. Doch mal wieder schönes Wetter hier. Das ist halt so düster hier. So, das hätten wir. Ja, das passt auch alles. Wunderbar. So, bevor ich es wieder vergesse. Machen wir erstmal Mauer. Das wäre erledigt. Können wir ja eigentlich schon mal Tür reinsetzen. Vielleicht da zwei rein? Ja, ich will ja eigentlich nie durch die Tür durchgehen. Denn... Ey, zum Glück von diesem Billigeisen haben wir was. Mal gucken, ob das reicht. So. Warte mal. Es sind die Gitter dann aber hier so in der Mitte, ne? Das sieht dann scheiße aus. Ich muss immer noch mal weg. Da gibt's doch auch mittige von, oder? Ich meine, ne, das kostet jetzt nicht großartig Ressourcen. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Nee.
meine, ich kann es mal ausprobieren, aber. Ja, hinlegen kannst du sie. Das bringt mir aber natürlich alles nichts. Ja, schräge Türen. Ne, sind wir wieder im normalen Modus. Scheiß drauf. Oh nein. Ich habe mich jetzt entschlossen, da mal zu drauf zu kacken. Jetzt sind halt die Gitter hier so in der Mitte. Naja, egal. Oh, ist schon alle? Ich wollte gerade sagen, den ersten müsstest du hier doch noch schaffen. So, jetzt brauchen wir dann als nächstes so eine. Zweimal so eine Eisentür. Besteht's aber nicht mit, ne? Nö, die müssen wir dann in der Basis mal bauen. So, das hätten wir. Jetzt brauchen wir wieder diese Wände. Zum einen die Ecke. Und so. Muss ich aufpassen, wenn die richtigen Ecken kommen. Die ist nicht richtig. Die ist korrekt für da hinten. Die können wir hier gebrauchen. Und da ist die letzte. Jetzt brauchen wir die Platte. Da ist die Platte. Den brauchen wir da. Ah ne, warte mal, hier nicht. Genau, hier machen wir den Weg rüber. Ja, das haben wir. Ja, stimmt. Die Ecke, die muss ja zwei hoch. Nein, da war sie, glaube ich, schon, ne? Oh, ich habe sie weggeklickt. Ey, doch nicht. Zum Glück. So, aber da kann definitiv eine Wand hin. Da ist sie.
und dafür brauchen wir dann diese Gitter, die außen sitzen, also nicht die mittigen, die wir da verbaut haben und die wir jetzt hier verbauen werden. Habe ich mir wahrscheinlich zu viele gemacht, aber ich brauche für oben auch noch welche. Ich habe hier auch eine Idee, das mit den Türen und Gittern würde sowieso bescheuert aussehen. Da können wir hier meinen Baufusch verstecken. Nein! Oh Gott, die war auch schon wieder falsch gesetzt. Mal gut, dass ich so viele gemacht habe. Hier ist ja schon Ende. Ich brauche nur noch hier welche. Bin ich da auch bis da gegangen? Ja, ne? Ja, definitiv. Können wir jetzt hier schon mal rüberbauen, weil ansonsten komme ich hier nicht mehr weg. Tja, nehme ich die massiven Stufen oder nehme ich die? Tja, die holen liebe ich mal nicht, ey, weil die sind, denke ich mal, wahrscheinlich zu lasch, ne? Dann nehmen wir doch mal die massiven hier. Scheiße. Die Faltebene ist ein höher noch, ne? So. Ja, das ist korrekt. Jetzt wieder ein Klotz. Da ich die ja nur zum Weglaufen nutze. Die glaube ich, denke ich mal, nicht überdachen. Setzen uns noch, damit hier keine Geier reinkommen, setzen uns jeweils eine Tür hier rein. Kriege ich auch noch platziert, definitiv. Jetzt fangen die hier bei mir an zu bohren. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, jetzt brauche ich Geländer. Ist das hier bei Laufstegen mit drin? Ich glaube ja, ne? Jo, so ist es. Nur Geländer einfach. Laufsteg V2. Das ist das, oder? Ja, aber ich habe den schrägen genommen. Rechte Abdeckung. Das müsste halt dieses normale sein, ne? Ja. Sieht das genauso aus? Nee, das sieht ein bisschen anders aus, ne?
gucken wir doch lieber noch mal ein bisschen rum. Gibt's das auch aus Metall? Kommt, ich nehme den jetzt. Ist zumindest von der Optik her das gleiche. Upgraded wird es wahrscheinlich anders aussehen. So, da brauchen wir dann gleich eine Egge. So, ich finde, das sieht schon cool aus. So, und jetzt noch die Ecke. Die ist hier. Ja, das Ganze mal upgraden. Schauen wir mal, wie das aussieht. Der wird das Geländer gar nicht mit upgegradet, ne? Muss man das nochmal extra machen? Nee, kann man gar nicht. Ja, wahrscheinlich dann in Stahl, dann gradet sich, denke ich mal, das Geländer mit ab. Und es könnte durchaus sein, wenn ich dann die hier in Stahl upgrade, dass sie dann doch wieder gleich aussehen. Das werde ich mal gucken. Es sieht auch so nicht schlecht aus, finde ich. So, dann können wir hier nämlich in eine Ebene höher gehen. Da müssen wir erstmal nochmal Blöcke setzen. So, füllen wir hier gleich mit Uff. Da ist sowieso Mauer. Ja, erledigt. Ach ja, hier war ich auch noch gar nicht fertig. So. Was? Setz den Block da rein, Mann. Gleich 21 Uhr.
Na, ist ganz gut. Ich ziehe dann hier darüber gleich die nächste Mauer noch oben drüber. Können wir gleich mal mehrere Stockwerke bauen innen drin. Und dann mal wieder Schnitzler durchzählen. Das wäre auch schon wieder erledigt. Die nächste Reihe oben drüber. Wollte er wieder nicht. So, ja, und wieder upgrade. Die Nacht nähert sich so langsam. Es wird Zeit, dass wir unseren nächsten Punkt bekommen. Fliegst, ey, dann kriegst du aber schon richtig Schaden. Ne? Da wird es wahrscheinlich auch mit einer Verstauchung ausgehen. Hab ich da etwas grunzen gehört? Ja, es ist auf jeden Fall Nacht. Weil das Akkumulative hier auf jeden Fall noch nicht. Die letzten vier. So, hier mal rauf. Da mal weg. So, diesmal nehmen wir den Turm mit. Ab nach Hause. Da, wie sieht es mit dem Platz aus? Ja, ist eigentlich ganz cool. Brauchen wir, glaube ich, nichts irgendwie ablegen. Können wir alles am Start behalten. Den Turm wollte ich da einnehmen. Packen wir uns dann die Schaufel hin? Ich nehme mir auf jeden Fall trotzdem mal so zwei Kaffee mit. Klebebandsensoren fertig. Die 10 Schnetzler sind auch schon fertig. Ja, dann ab in die Wüste. Wüste. Habe ich meinen Marker noch gesetzt. Ist ja wunderbar. Ja, er steht schon so ein bisschen raus, unser Tower. Na? Da man nicht irgendwas gespawnt ist.
Götz. Hört sie aber gar nicht auf zu laggen. Ja, den wollte ich mal geben, so nebenbei. Und weiter geht die Reise. Ups, nicht aufgepasst. So, wo hab ich nie gebuddelt, ey? Das ist der Macke. Hier ein Zombie. Hier ist meine Kuhle. Zombie noch da? Komm mal ran hier. Hier bin ich. Hier. Der war mal noch für dich. Da ist noch einer. Komm mal ran hier. Na? Selbst der scheiß Kojote ist vom Hammer nicht begeistert, Alter. Einen gekriegt gleich wieder weg. Ja, und das soll auch das Ende dieser Folge gewesen sein. Mit dem Buddeln geht's dann hier in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis denn und ciao.